Ein Keller in der Nähe der Front in der Ostukraine. Hier bauen Tüftler allerlei technisches Gerät zusammen, das der ukrainischen Armee im Kampf gegen Russland helfen soll. Da ist zum Beispiel dieser fahrbare Roboter, der bei der Erkundung von Gebieten helfen soll, die möglicherweise vermint sind. Die meisten Mitglieder unserer Einheit sind Menschen mit langer Kampferfahrung. Von ihnen habe ich ein paar hierher geholt. Alle anderen, die im Eigenbau Bomben entwickeln oder Roboter bauen, die habe ich bei Twitter kennengelernt. Sie sind einfach ganz gut mit der Materie vertraut und haben sich freiwillig gemeldet. Das waren einfach einige meiner Follower. Hier lassen die Tüftler eine Drohne aufsteigen, die jedermann im Internet bestellen kann. Sie ist mit einer umgebauten Granate bestückt, die sie im Flug abwerfen kann. Die Drohne wird mit einem Handy gesteuert. Meine Einheit befasst sich mit Explosivstoffen. Ich bin dafür zuständig. Meine Kollegen und ich wandeln Granaten zu Eigenbausprengsätzen um. Auf die Granaten schreiben die Männer Botschaften wie: Menschen ohne Freiheit haben einen schlechten Geschmack. Als Gruß für den Feind.